Ja, der Teddy schritt durch und es klopft an die Tür. Schau mal, was los ist. Also, der junge Mann, der uns um Hilfe gefragt hat, hat eine Gruppe von anderen Überlebenden zur Hand. Die haben ihm geholfen. Sie sind zwar alle bewaffnet, aber wirklich nicht gewesen. Wir haben das Mädchen ausfindig gemacht, haben ihr eine Waffe gegeben und sie haben die Träuber zurückgeschlagen, die den Ausgang bewacht haben. Die Zwillinge waren glücklich gewesen, aber auch sehr verwirrt. Der Räuberboss ist, wie sich herausgestellt hat, ihr Vater. Ja, verrückte Welt, kleine Welt. Jedenfalls sind sie alle sehr dankbar gewesen und haben versprochen, uns zu helfen. Sich bald wieder bei uns zu melden. Der Ted ist wohlbehalten zurück. Der Timmy sollte etwas essen. Gibt es im Moment gerade nicht. Loris ebenfalls. Das Ted ebenfalls. Und am Tag durchheben. Oh! Die Agenten haben uns wieder angeschaut. Riefen uns. Oh, die haben das mit ihrer Hightech-Ausrüstung angelütet. Angerufen. Wie sagen wir das Schweizerisch? Sich bei uns gemeldet. Und zwar mit Papierbecher, die an der Schnur verbunden waren, ja. Und haben das über die nächste Geheimmission informiert. Und nach dieser Erledigung werden wir sicherlich bald in den VIP-Bunker einziehen können. Sie möchten, dass wir eine erfolgreiche Expedition durchführen und aufschreiben, was wir da dabei sehen. Ist doch ganz einfach. Ja. Ja, ich würde sagen, Dolores soll das mal machen. Tag 28. Wir haben das gnädigerweise bereit erklärt, ihrem Anliegen nachzukommen. Sie haben das gedankt. Dass wir unsere Bürgerpflicht nachkommen und versprechen, uns bald wieder auf uns zuzuholen. Team ist hungrig, Dolores ist unterwegs. Dort geht's gut. Wieso das? Heute gibt es Futter. Also alles Futter, das heisst, das nächste Futter gibt es Tag 33. Ist notiert. Hört man das? Nein, liegt daran, dass auch wirklich niemand so etwas sagt. Stundenlang kein Wort, kein einziges. Wir können nur die Wand anstarren, wir müssen unbedingt etwas unternehmen. Ready on! Tag 29. Oh je. Yeah. Gott sei Dank haben wir das Radio mitgenommen. Wahrscheinlich können wir etwas Musik hören. So etwas gibt es da draussen doch noch, oder? Ja. Also, Team ist alles beim Alten. Und Ted kann nicht klagen. Geht allen gut. Das Futter gibt es entsprechend nicht. Achtung, ein Verräter. Uiuiui. Am Team ist seine alten Comics sind größtenteils harmlos Science-Fiction-Müll. Aber in einigen Geschichten sind die mutigen Astronauten vom Astro-Bürger-Programm Tilde. Nicht Tilde, sondern Kosmonauten. Okay. Der Timmy lässt sich von der Propaganda der Sowjets komplett einlullen. Was für ein Schaden? Wenn man den Timmy für seinen Verrat ins Ödland verbannen und seine blassen Menschen Comics auch entsorgen? Hä? Nein, wieso? Ja, Dolores ist zurück. Also sie hat ein paar Kratzer abbekommen, aber oh, ist sie verletzt? Oh, 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 die hat mir erst noch ein paar Kratzer abbekommen. Ja, wir haben den Timmy gnädigerweise erlebt, trotz seiner Taten im Bunker zu bleiben. Wir glauben an die Resozialisierung und an die zweite Chance. Und außerdem geht uns das WC-Papier aus und seine Propagandaheftchen sind da perfekt
Liebe Schweizer Bürger, ihr müsst nicht das Witzpapier hamstern, ihr könnt aber einfach Propagandaheftchen verwenden. Jetzt haben wir die Lösung für alle unsere Probleme in der momentanen Corona-Situation. Anyway, schauen wir mal, was Dolores gemacht hat. Ihre Erkundungsmission war ziemlich riskant gewesen. Sie war in Gegenden, die auch schon in besseren Zeiten brenzlig war. Das will man dort von mutierten Katzen, Hunden und die sich gegenseitig bekämpfen. Und bis jetzt auch bewaffnet sind, also nicht Hunde und Katzen, sondern Banden. Es ist gerade noch rechtzeitig weggekommen. Aber die Agenten, die wissen unsere Mühe zu schätzen. Hoffen wir mal, dass die Mission das auch wert ist. Unsere Eimer könnten ein Upgrade vertragen. Und mit dem Eimer meinen sie das, wo das Witzpapier damit verwendet wird. Oder in Kombination oder dafür. Und der Regierungsbunker hat bestimmt ein ausgezeichnetes Badezimmer. Vielleicht sogar mitsamt Badewanne. Das wäre mega cool. Ja, der Team ist brav, fragt sich noch für wie lange. Dolores, ja, ist verletzt, ja. Und am Tag geht es gut. Leider können wir sie nicht heilen. Dolores durchheben. Also, auf der letzten Expedition haben wir einen herrenlosen Panzer allein auf weiter Flur entdeckt. Er sieht beschädigt aus. Könnte aber nützliche Sachen enthalten, wenn wir uns den anschauen. Ja, ich denke, ich schicke gerade Dolores, weil die ist eh am Abnippeln. Und da ist sie schon wieder. Wir schauen den Timmy an. Egal. Wir haben Tag 31. Im Inneren vom havarierten Panzer haben wir Munition gefunden. Sehr schön. Die mir gerne Äpfelsaft, wird aber auch Wasser nehmen, kommt er aber beides nicht über, die anderen zwei auch nicht. Der Tät ist zermürbt. So, wir können wieder einen Ausflug planen, wir sind unsicher. Ist jetzt ein bisschen die Frage. Jetzt haben wir eine Warnung bekommen. Mal schnell schauen. Wir haben da nicht mehr so viel Suppe. Also, jetzt musst du noch überlegen, wir haben eine Warnung bekommen wegen Räuber. Ich weiß nicht, wie kritisch das ist. Nein, wir warten noch, es ist noch nicht so. Ich will das nicht zusätzlich triggern, wenn es nicht schon triggert ist, das ist natürlich die grosse Frage. Ja, man könnte meinen, dass eine Atomexplosion alle belanglosen Auseinandersetzungen sind, die bereiten würden. Und wenn die Zukunft nicht sehr rosig aussieht und man nicht ganz als Nacht die Wand sieht, ja, dann knallt es halt eben gleich schnell. Genau, das ist passiert, wir streiten. Tag 32, der Ted hat einen Vollbart und das Kara. Miaut, da hat es noch irgendein neues. Was ist das? Kuh, Ross, keine Ahnung. Zweiköpfiges Ross. Also, nach dem ganzen Gezanke haben wir nicht schlafen können. Das heisst, wir haben wieder einen Schlafmangel. Wir hoffen mal, es passiert nicht. Sie alle würden gerne essen, trinken, gibt es noch nicht. Dolores hätte gerne erst Hilfe, habe ich leider nicht. Und die Expedition machen wir manchmal auch nicht. Auf dem Rücken von der Expedition haben wir gar keine gehabt. Naja, haben sie etwas Seltsames gesehen? Eine Reihe von Lichtern am Horizont, die wild pulsiert und blinkt. Wir haben nichts mit dem anfangen. Doch im Gespräch im Bunker sagt der Team, dass sie ein geheimes Pfadfindersignal sein bzw. könnte sein. Er müsste das Signal selber prüfen und mit dem Pfadfinderbuch entschlüsseln. Haben wir leider nicht.
Ja, ich glaube, wir haben mindestens einen Rettungshandlungsstrang haben aktiviert. Wir müssen das eigentlich nur noch durchbeissen. Ja, wir bezweifeln, dass das richtige Signal von 8 Pfadfinder ist. Das stimmt zwar nicht. Wir haben auch das Buch nicht gehabt, ist egal. Und darum riskieren wir auch nicht, in einen Raubüberfall reinzulaufen. Am besten vergessen wir das. Und behauptet, dass wir das gar nicht gesehen haben. Da 33 sind alle Hunger, Durst und Verletzungen und sie kommen auch alle etwas zu essen über, aber leider können wir keine Verletzung machen. Und nächste Futterorgie gibt es Tag 38. Da machen wir noch nichts. Bis jetzt herrscht im Bunker keine Langeweile und es gibt noch viel zu tun, okay. Zum Beispiel müssen die Sträucher in unserem Vorgarten geschnitten werden. Das machen wir auf jeden Fall, wenn wir rauskommen. Hm? Es klopft. Es klopft. Vielleicht wäre ein Umzug keine allzu schlechte Idee. Wahrscheinlich finden wir neue Freunde und lernen neue Leute kennen. Falls nicht jemand am Leben ist. Mhm. So, Timmy geht's gut. Loris muss wieder wegen dem Futter. Und dem Tag geht's gut. Das gibt's nicht. Draußen ist es schrecklich still. Vielleicht ist es sicher. Vielleicht nicht. Wir werden es nur vor allem rausgehen. Machen wir aber immer noch nicht. Oh, okay. Heute ist ein Handlungsreisender vorbeikommen. Das ist zwar der Willi. Anscheinend könnte geschafft, selbst nach dem Ende der Welt noch weitergehen. So, was bietet er? Er bietet entweder Tomatensuppe oder Wasser. Wasser haben wir noch super viel. Und ja, Tomaten könnten wir brauchen. Tomaten gegen Gasmaske, das mache ich. Die brauche ich glaube ich nicht mehr. Das sieht aber mehr als nur eine aus. Mal schauen. Oh, zwei Suppe bekommen, cool. Der Handlungsreise hat das Geschäft abgeschlossen und wir haben ihm beim Pack geholfen, er ist weitergegangen. Team ist okay, Dolores auch. Ist sie nicht verletzt eigentlich? Mal. Und beim Ted ist alles bestens. Futter gibt es noch nicht. Aus ist immer still. Im Moment haben wir noch genug Vorrat. Ich probiere durchzuheben. Oh, das Militär übertreibt wieder. Sie sagen, sie wollen zuerst alle verbleibenden Überlebenden ausfindig machen. Heute Abend kommt das Flugzeug über uns ins Viertel. Auskundschaft und wir sollten wieder mit der Taschenlampe raus. Ja. Würden wir machen, hätten wir eine. Aber es klopft schon wieder. Das war das Flugzeug. Ja, wer da klopft, das finden wir in der nächsten Episode raus. Bis dann. Tschüss.